Hallo meine Lieben, ich habe gerade fröhlich vor mich hingeplappert und merke, ich habe gar nicht auf Aufnahme geklickt. Also nochmal das Ganze. Ich wollte euch aber auch nur ganz kurz Bescheid geben, dass es wieder einen neuen Online-Kongress gibt, bei dem ich auch mitmachen darf. Da freue ich mich sehr. Das ist nämlich vom lieben Aaron der Liebe und Sexualität-Kongress. Es ist mal ein ganz anderes neues, also nicht ein neues Thema, aber mal ein Thema, was ein bisschen anders ist als die anderen Kongresse. Wobei es da nicht nur um Liebe und Sexualität geht, sondern vor allem eben auch wieder um Achtsamkeit, um Verbundenheit, um Bewusstsein. Und ja, deswegen habe ich mich da auch super aufgehoben gefühlt. Und mit Aaron war das ein ganz, ganz tolles Interview. Also ich habe selten einen so tollen Interviewpartner gehabt oder einen, der mich interviewt hat. Und es hat so Spaß gemacht. Wir sind irgendwie total auf einer Wellenlänge gewesen direkt, haben uns super gut verstanden. Und ja, werden auch definitiv in Kontakt bleiben. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und wer meinen Kanal jetzt schon eine Weile verfolgt, der wird wahrscheinlich diese Online-Kongresse auch schon kennen. Ich habe da jetzt schon bei ein paar mitmachen dürfen. Und ich finde es halt toll, dass jeder Kongress hat einen wirklich gezielten Schwerpunkt, ein gezieltes Thema. Und ja, da hat man ganz viele Menschen, die interviewt werden, die alle ganz unterschiedlich sind, die ganz unterschiedliche Wahrheiten, Sichtweisen, Herangehensweisen, Tipps haben. Und ich finde, da kann man halt immer sehr, sehr viel für sich mitnehmen. Es gibt natürlich immer irgendwelche Themen oder Interviewte, wo man sagt, ja, nö, der Mensch passt vielleicht energetisch nicht zu mir oder was er sagt, ja, kann ich mich nicht drin wiederfinden. Ich finde, es gibt aber vor allem ganz viele, wo man einfach neue Impulse bekommt, neue Sichtweisen, wo man denkt, okay, so habe ich das noch nie gesehen oder ach, geiler Tipp, könnte ich mal ausprobieren. Und das finde ich halt das Schöne. Und das Tolle ist halt, dass ihr während dieser Kongresszeit alle Interviews auch kostenlos sehen könnt. Ja, also ihr müsst euch nur mit eurer E-Mail anmelden, bekommt dann immer eine E-Mail zugeschickt. So, heute könnt ihr den und den ansehen, bekommt die Links zum Interview. Und ja, könnt also, wenn ihr wollt, das 100% kostenlos wahrnehmen und euch alle Sprecher anschauen. Oder auch die Sprecher, die euch einfach nur interessieren. Ich glaube, der Aaron hat noch irgendwie auch ein E-Book oder so mit für euch da reingepackt. Lest euch das einfach mal ganz genau durch. Ich habe mich auch heute angemeldet und freue mich auf die Links. Ich werde mir nicht alles anschauen können, weil ich in der Zeit ja auch in Berlin bin. Aber das, was ich mir anschauen kann, das werde ich tun. Und ja, ich wünsche euch da einfach ganz, ganz viel Spaß mit. Also wenn ihr Bock auf das Thema habt, wie gesagt, es geht nicht irgendwie stumpf einfach nur um Sex, sondern es geht wirklich Liebe und Sexualität, Beziehungen, was man da heilen kann, worauf man achten kann, wie man da mit Bewusstsein, Achtsamkeit rangehen kann, was es da also alles für Modelle vielleicht gibt oder für Blickweisen. Ja, also ich fand es mega spannend, es hat mir richtig Spaß gemacht. Und Aaron, an dieser Stelle, falls du dieses Video siehst, ganz, 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 ganz liebe Grüße an dich. Du warst wirklich einer, ja, der tollsten Interviewpartner bisher. Ganz lieben Dank. Und euch viel Spaß beim Kongress.